So, und da sind wir wieder bei Star Wars Battlefront 2. Und heute machen wir Utapau. Warum auch immer das so lange lädt. Normalerweise lädt das nicht so lange. Liegt wahrscheinlich an der Aufnahme. There is a two-story building just a bit southwest of your position. Assault that command post. Capture the CP. Will serve as an excellent lookout point for our mission. Ich habe übrigens bemerkt in den letzten paar Tagen, wie geil eigentlich nochmal der Sniper ist. Ich habe den verwendet und habe damit relativ viele Typen gekillt. Dank der Taste Q, weil die markiert einen Gegner sofort und damit hat man einfach so einen Vorteil. Muss halt kaum. Alter, sind die dämlich. Kaum vernünftig spielen. Du kannst hier einfach durchrennen. Q, nächster Gegner, abschießen. Nächster Gegner, abschießen. Den Sniper kann ich natürlich nicht in diesen Missionen verwenden. Vor allem, weil es auch ziemlicher Blödsinn wäre, den hier in solchen Missionen zu verwenden. Denn hier müsste ich schließlich immer nur einen nehmen und nicht eine bestimmte Anzahl an Gegnern killen. Ihr seht ja, die haben unendlich. Es würde mir nichts bringen, den Sniper hier zu verwenden. Alter, ist der dämlich. Boah, euch kann ich hier jetzt mal einen guten Trick zeigen. Gut aufpassen jetzt. Also jetzt gleich, nachdem ich das hier eingenommen habe. Denn da gibt es einen sehr guten Trick, das hier ganz einfach zu machen und sich eine Menge Ärger zu ersparen. Und los. Ja, und hier kommt jetzt Grievous und was mache ich einfach? Fuck, hat nicht geklappt. So. Geh. Den kann man nämlich einfach da runterwerfen. Meistens klappt das einfacher. Ich muss jetzt mal gerade durchrushen. Normalerweise komme ich hier durch, ohne überhaupt Schaden zu bekommen. Ich helfe dich, Rush. So, hab ich erwischt. Stand by for heavy support unit, Soldier. Tanks incoming. Now, Soldier, destroy that energy tower. So, ich hätte gern Schützen. Ich meine nicht das Sternzeichen. Bist du bescheuert? So. For the Republic, we are victorious. Ui. Habe ich auch immer gern gemacht. Einfach da Gegner mit runterkicken. Okay, ich war eh der Beste. Staatsfeind, Adlerauge, Abschussorgie. Und ich bin immer noch Sergeant. Ach, jetzt kommt Coruscant. Das dürften einige, also da dürften sich einige dran erinnern, wenn ihr das gespielt habt. Das könnte eure Hassmission sein, wenn ihr das hier gespielt habt. Aber
Eigentlich ist die ganz einfach, wenn man weiß, wie es geht. Hat der gerade seinen eigenen Typen getötet? Man muss halt den ganzen Jedi ja ausweichen können und das ist auch schon eine Kunst. Denn die können ziemlich nervig werden. Erstmal hier die ganzen Truppen an den Geschützen ausschalten, denn die nerven auch ziemlich. Granate rein, oder wohl eher Thermaldetonator. Obwohl die Jedi gehen eigentlich alle raus. So, die dummen Jedi, die wehren natürlich nicht ab. Und dann kann ich hier einfach rein. Warten, 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 warten. Spawnt er hier in meinem Gesicht, ey. Geht's noch? Willst du mich heilen? Dann halt nicht. Blöder Techniker. Da hat er schon solche Heilsachen dabei und dann heilt er mich nicht. Hallo, heilst du mich? Attention troops, double time to the library. The Jedi are attempting to destroy the library's hollow box. Ja, und jetzt kommt's. Da müssen wir direkt hin alles ausschalten von denen, weil sonst durch da dann. Stop the destruction of the Jedi hollow box. If you can keep at least one of the bookcases intact for at least 2 minutes, command can scan the contents of the library. Aber wenn man sich hier richtig Mühe gibt, dann sind die Jedi nichts. Man muss sie auch sehen, weil sonst hat man eigentlich schon. Jetzt mich verarschen, ich treffe den doch. Fang. Fuck. Der wehrt immer ab da oben. Das ist ein Arsch. So, jetzt kommt gleich noch eine weitere Welle runter. Die muss man dann auch einfach killen und dann hat man eigentlich schon Ruhe. Da, spawnt hier einfach. Eins muss mindestens stehen bleiben, das ist das Blöde. Die zerstören die nämlich ziemlich schnell. Oder mich. Und wir haben jetzt nur noch zwei. Noch eins. Das könnte man auch reparieren. So, 20 Sekunden. Da hinten ist ein Jedi. Okay, kein Problem, der ist weg. 10 Sekunden. Okay, läuft. Schaffen wir. Easy. Efficient. Your next objectives are a pair of holocrons. Der einfach auf mich. Contain the sum of Sith and Jedi knowledge. The first one is located on the comm room. Retrieve it and bring it to the veranda. Achtung hier. Vollidiot. Noch ein Vollidiot. Ah, schlauer Typ. Vollidiot. Hier spawnen so richtig viele drin. Aber hier haben die ja in den Film dieses Signal reingebracht, dass die hier alle hinkommen. Hier vorne an dem Teil. Die sind alle zu blöd, da was zu tun dran. Folgt mir mal alle. Ja, ich habe einfach rote Blitze um mich rum. Was geht?
Oh. Ja, ein Schlag, natürlich. Gib dir mir das mal wieder. Nicht, dass die hier jetzt reingerannt sind und unsere Truppen niedermetzeln. Ja, wo sind die? Ja, dann ist denn das halt egal, dann mache ich das hier. Da bin ich schon mal drauf gegangen, da ist er weggeflogen. Ja, wir können jetzt als Anakin Skywalker spielen. Verreck. Du auch. So, hat er davon. Hier kommen, glaube ich, auch noch welche. Ja, hinter mir. Hab keinen erwischt. Pisst euch. Secured, we can deal with the remainder of the Jedi here. Execute the three Jedi Masters who have poisoned the minds of their impressionable students against the Empire. Let them bear witness to the cost of rebellion. Well done. Our new Emperor will be pleased. Primary mission objectives complete. The Jedi Temple has been secured. Böse. Einfach den Medi-Droiden zerstören. Bin ich böse, ey. Oh, ich glaube, jetzt gleich kommt eine Mission, da könnte man gut den Sniper verwenden. Ah. Immer noch Sergeant. Und speichern. Yo, Naboo kommt jetzt. Und jetzt haben wir mittlerweile das Imperium. Und dann nehmen wir doch gleich mal die Spürtruppe. Mag jetzt nicht im Feld. Im Feldeinsatz mag die jetzt nicht die beste sein, aber. Hey. Ja, knapp. Shut down the auto turret grid. Careful, soldier. Your numbers are few, and the mission success rests on your shoulders. Aber ich würde es jetzt nicht empfehlen, mit dem hier rumzulaufen. Ich würde dem, wenn man den hier hat, dann würde ich empfehlen, man hat hier nämlich solche Aufstiege. Da sieht man's, diese Treppen. Da sollte man dann hochgehen mit dem. Da kann man sich nämlich oben hier auf den Wegen da verstecken. Stirb. Ach, der weicht hier aus. Now it's on to the Embassy Plaza. Move out. Lässt er mich einfach heilen. Okay. Kommt der da so blöd angelaufen? Was denkt der sich denn? Yo, ich mach alle allein platt. Du bist nicht ich. Du bist kein menschlicher Spieler. Der gegen eine Truppe voll Idioten kämpft. Hat er gerade seinen eigenen Typen abgeschossen? Junge, was bist du für ein Monster? Ein richtiger Krieger unterscheidet nicht zwischen Feind und Freund. Er tötet auch seine Freunde, um seinen Feind zu killen. Bescheuert.
Schieß nicht auf mich. Jetzt kann ich mir wieder Leben holen. So, hier versteckt man sich am besten. Hier im Brunnen. Da kommt keiner drauf. Du kommst hier nicht drauf, habe ich gesagt. Jetzt könnt ihr auch nicht mehr spawnen und ja, haben wir eigentlich sicher in der Hand. So far so good. Now capture the guard post past the embassy. If you need some extra firepower, we've managed to sneak a tank for you at the embassy command post. Use it wisely. Hat er gerade wieder seinen eigenen Typen getötet? Was sind denn das für Monster? Auch ein cooler Kill, einfach mal überfahren. Mit Vollgas einfach drüber. Schade, dass ich hier keinen zweiten Typen drin habe. Hallo. Und der wird auch nicht. Ja. Perfekt. Oh. Die werfen ja die ganze Zeit Thermaldetonatoren hin. Der Panzer hier einfach stehen bleibt. Excellent. Now we must destroy the auto turret grid console, clearing access to the central plaza. Destroy it and the queen will be out. Ja. Fuck life. The queen's personal Jedi bodyguards are broken from the palace. Destroy them. Royal Guard are trying to escape. Quickly. Verreckt. Eliminate the Queen at all costs. You have performed a great service for the Empire. The Queen's death will serve as an example to other nascent rebellions, saving countless lives. Easy. Boah, vor allem das Bild, die eine Sturmtruppe da einfach mal durchteilt von so einem Laser. Ja, das war doch easy, oder? Ich bin der Staatsfeind, ich bin Adlerauge, ich bin Panzerkiller, ich bin Abschlussorgie, ich bin Überlebenskünstler. Ich bin alles. Und noch viel mehr. Das sieht mir ziemlich nach Mustafa aus. Ew. So, aber ich würde erstmal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Aber ich kann ja wieder nicht F12 drücken, dann muss ich das Spiel beenden. Ciao.